Der Bauer von St. Steven. Auf einem Bergvorsprung hoch über Köstendorf, dem zweitgrößten Ort der Gemeinde St. Stephan im Gailtal, befindet sich in 1003 Meter Seehöhe das 1466 erstmals urkundlich erwähnte Kirchlein von St. Steven. Um seine Entstehung rankt sich folgende Sage. In den Dörfern um den Breseker See wütete vor langer Zeit die Ruhr. Die Talbewohner planten daher die Errichtung einer Kirche. Bei den Arbeiten am ursprünglichen Kirchenstandort im Föhrlacher Moos ereigneten sich jedoch laufend Unfälle. Man glaubte daher, dass der Bauplatz wohl nicht der richtige sei und bemühte sich um einen anderen. Man fand endlich einen Bis solchen zum auf Ende. einem Felsvorsprung oberhalb von Küstendorf und Föhrlach. Nachdem ein Ziegenhirte dort blutige Späne entdeckte, die zweifellos vom ersten Standort im Föhrlacher Moos stammten. Eine Krähe hatte sie wohl dort hinaufgetragen. Die Bevölkerung war überzeugt, dass dies ein Fingerzeig Gottes sei und baute die Kirche auf dem Platz, wo die blutbefleckten Späne lagen. Nach Fertigstellung der Kirche sollen in diesem Gebiet keine Menschen mehr an der Ruhr gestorben sein. Quelle des gesprochenen Texts: E-Mail-Zusendung an Wikipedia von Ursula Bartholot am 21. April 2002. Schon auf, oder? Ja. So, doch, Prost. Ah, Prost. Prosecco aus der Flasche. Das Bild. Rotfänger. Ja, du auch? Na, wieso nicht? Schön ist doch, oder? Gut. Gerhard, deine Frau, das ist Zielwasser. Das letzte Mal waren wir da oben mit der Gitter, habe ich gesagt, okay, hätten wir Kinder was, außer Wasser, aber die trinkt ja keine, die vertraut das nicht. Die hat immer Bier.